Ich bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute eine neue Rezension für euch. Und zwar geht es wieder um Rezensionsexemplare und dieses ist eine Doppelrezension. Nämlich geht es heute um den ersten und zweiten Teil einer Reihe. Und zwar ist das Ganze nämlich von Drew Sparks und nennt sich Ronin Aschekrieger. Das ist der erste Band. Der hat 238 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Und der zweite Band hieß dann Ronin Renegades und hatte 283 Seiten, hat ebenfalls 4 Sterne von mir bekommen. Bei dieser Geschichte handelt es sich um eine Dystopie. Es ist eine postapokalyptische Welt, die sehr trostlos ist, die zerstört wurde und die voller Gefahren ist. Dex Ateus will seine Vergangenheit weit hinter sich lassen. Er lebt als clanloser Söldner in einem Außenposten der Regentschaft und zwar in der sogenannten Aschewüste. Die Aschewüste, da ist eigentlich alles kaputt und diese Asche ist total verseucht. Wenn da irgendwelche Aschestürme sind, dann wird halt die Asche aufgewirbelt und setzt halt giftige Gase frei. Deshalb müssen die eben ganz oft auch mit diesen Atemmasken, die ihr auf einem von den Covern gesehen habt, rumlaufen. Das ist ganz wichtig, um überhaupt überleben zu können. Dex stößt eines Tages auf einen Konvoi, der anscheinend überfallen wurde oder den Aschestürmen zum Opfer fiel. Auf jeden Fall sind dort eigentlich alle tot. Und ja, damit ist eigentlich sein bisher beschaulicher und bescheidener Alltag vorbei, weil er dann nämlich eben in Angelegenheiten hineingezogen wird, von denen er eigentlich nichts mehr wissen wollte. Er versucht sich halt eben darin nicht verwickeln zu lassen und der drohenden Katastrophe sozusagen zu entkommen. Aber das klappt nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Und so steht er halt eben letztendlich vor einer Entscheidung, einem Leben als Feigling oder den Weg eines Kriegers zu beschreiten. Und wofür er sich entscheidet, und warum und was dann passiert, das muss man natürlich selber lesen. Mir hat auf jeden Fall dieses Szenario schon mal sehr, sehr gut gefallen. Ich mag ja Dystopien oder so Endzeit-Stories sowieso total gerne. Ob jetzt in Buchform, im Film oder in Serien, ist eigentlich egal. Das gucke ich mir immer total gerne an oder lese mir das total gerne durch. Dementsprechend war ich natürlich auch direkt Feuer und Flamme, als es hieß, dass ich das lesen darf. Und man lernt hier halt auch einige Charaktere kennen. Also das Ganze dreht sich jetzt nicht nur um Dex, aber ich würde sagen, er ist eigentlich der Protagonist. Aber es gibt noch andere Charaktere, die man kennenlernt und die man auch so teilweise so ein bisschen begleitet. Und zwar ist es zum Beispiel einmal derjenige, der diesen Außenposten, in dem er lebt, leitet. Oder halt auch dessen Frau, das ist Gabriele. Außerdem lernt Dex im Verlauf des Buches auch noch eine andere Frau kennen, die eine große Rolle spielen wird. Und auch im zweiten Teil kommen natürlich auch noch einige Charaktere hinzu, zu denen ich jetzt gar nicht großartig mehr was sagen möchte, weil es sonst eventuell irgendwelche Ereignisse aus dem ersten Band spoilern würde. Aber auf jeden Fall haben wir einige Charaktere, die halt sehr, sehr spannend sind. Das ist eben nicht nur Dex, sondern auch Gabriele finde ich sehr, sehr spannend. Also ich finde ziemlich cool, dass man immer so ein bisschen von jedem was dann erfährt, dass dann die Handlungsstränge teilweise eben auch zusammengeführt werden, dass eben nicht alles immer nur schwarz und weiß ist. Also es gibt nicht nur gut und böse. Es ist ja immer eine Frage der Perspektive und der Betrachtungsweise. Also etwas, was Dex tut, ist für jemanden anders vielleicht schlecht und etwas, was ihm widerfährt durch eine andere Person, ist für ihn halt schlecht, für den anderen aber gut. Also wisst ihr, wie ich meine? Dementsprechend ist es halt hier auch eigentlich schwer zu unterscheiden, zu sagen, wer gut ist, wer böse ist, denn eigentlich hat jeder von denen schon mal etwas getan, worauf man vielleicht nicht unbedingt stolz sein muss, kann, wie auch immer, denn es ist halt auch eine Zeit, wo es natürlich Kriege gibt. Das ist eine Zeit, die auch sehr, sehr voller Gewalt ist. Also irgendwie hat man so das Gefühl, dass irgendwie jeder gegen jeden kämpft. Wir haben halt diese Regentschaft, die eigentlich durch ein Sturz des vorherigen Herrschers sozusagen jetzt an die Macht gekommen ist. Dann haben wir halt eben die Menschen, die sich um diesen neuen Regenten scharren. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel auch Rebellen oder halt eben auch Leute, die einfach irgendwie dazwischen sind oder die halt so an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, eben dadurch, dass sie nicht in irgendwelchen hochtechnisierten und modernen und reichen Arealen sozusagen wohnen, wo sie zum Beispiel medizinische Versorgung haben
oder halt Strom meinetwegen oder halt eben Zugriff auf bestimmte Ressourcen. Das sind dann halt eben Leute, die in irgendwelchen alten Gebäuden wohnen, die halt auch voller Gefahren sind und die verschiedenen Gruppen bekämpfen sich halt eben auch. Und jeder ist natürlich auf seinen eigenen Vorteil aus. Jeder will natürlich irgendwelche Ressourcen sich unter den Nagel reißen, weil es eben davon auch so wenig gibt. Jeder gegen jeden, der Stärkste überlebt und jeder kämpft eigentlich letztendlich ja für sich selber und sein Überleben oder das Überleben seiner Lieben und Freunde. Das finde ich halt auf jeden Fall immer sehr, sehr spannend, auch wie die verschiedenen Menschen da reagieren. Und ich finde auch, dass es hier sehr, sehr gut umgesetzt ist. Dementsprechend ist es natürlich auch oft ziemlich brutal, blutig und auch dann in dem Zusammenhang natürlich nicht unbedingt was für schwache Nerven. Es kommt natürlich dementsprechend auch zu einigen Kämpfen, Verfolgungsjagden, Angriffen, Schießereien. Dementsprechend ist es halt ein ziemlich hartes, trostloses Szenario, wo halt sozusagen das Recht des Stärkeren gilt. Wie gesagt, das Szenario hat mich überzeugt. Die Charaktere fand ich spannend. Der zweite Teil endet auch sehr, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Werde das auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, auch diese Charakterentwicklung teilweise. Und man merkt halt eben auch da, nichts ist, wie es scheint. Es gibt immer noch irgendwo eine Wendung, eine Überraschung, die auf den Leser wartet. Und das fand ich echt cool. Ich mochte auch den Schreibstil. Es war einfach locker und leicht zu lesen. Das Einzige, was mich halt manchmal so ein bisschen verwirrt hat, waren so bestimmte Bezeichnungen bzw. Anreden oder Titel, sodass man nicht unbedingt wusste, wer jetzt zu welcher Fraktion gehört, welche Fraktion jetzt was genau will. Weil jetzt muss man sagen, dass es auch ein Glossar und ein Verzeichnis gibt, sodass das Ganze halt für ein bisschen mehr Durchblick sorgt. Aber trotzdem war ich manchmal so ein bisschen verwirrt. Dementsprechend hat es mir auf jeden Fall gut gefallen. Es war wirklich auch spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Es war actionreich auf jeden Fall. Wer also Dystopien mag, Endzeit-Szenarien, wer kein Problem damit hat, dass es ein bisschen blutig und brutaler dahergeht, der sollte da mal auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Ich denke, dann gefällt euch das auch. Und ich hoffe natürlich, dass euch die Rezension gefallen hat. Wenn ihr eins oder beide dieser Bücher schon gelesen habt oder auch wenn ihr irgendeines der anderen Bücher von Drew Sparks schon gelesen habt, denn er hat ja auch noch andere Bücher veröffentlicht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.